steht auf, steht auf, geht raus, geht raus. Vor uns liegt der Abgrund und ich weiß genau, ihr seht's auch. Steht auf, geht raus, geht raus. Wir sind jetzt gefordert, jeder Einzelne wird gebraucht. Wenn wir alle kämpfen, haben sie dann nicht mehr zu lachen. Zusammen wäre es dann leichtest, das auch zu schaffen. Doch dann dürfen wir das nicht mehr zulassen und müssen anfangen, etwas zu machen. Denn sie schreiben nun Gesetze und beschneiden uns die Rechte. Dennoch schreibt die gute Presse, das wäre einfach nur das Beste. Und zu deinem Interesse, das ist einfach nur das Letzte. Nicht wahr, können wir das alles einfach zulassen? Nein! Sie wollen's Internet verbieten, scheuen nicht, um das zu kriegen. Arme Kinder vorzuschieben und verbinden so den riesengroßen Schwindel. Nur mit Liebe, unsere Stimmen sind die Ziele. Nicht wahr, können wir das alles einfach zulassen? Nein! Sie verpesten hier die Nahrung mit Patent auf DNA. Und sie, es gab im Bundestag zu diesem Dreck nicht mal eine Tagung. Keine Tests und nie eine Warnung. Perfekte, niemand fragt uns. Können wir das alles einfach zulassen? Nein! Ihre Werbung ist der Sieger mit bewährten Fabrizierer der Erwärmung dieses Klimas. Unsere Erde hat ein Fieber und wir werden nur ungeziefer. Uns entfernen ist das Ziel, Mann. Nicht wahr, können wir das alles einfach zulassen? Dann steht auf, geht raus, geht raus. Vor uns liegt der Abgrund und ich weiß genau, ihr seht's auch. Steht auf, geht raus, geht raus. Wir sind jetzt gefordert, jeder Einzelne wird gebraucht. Wenn wir alle kämpfen, haben sie dann nicht mehr zu lachen. Zusammen wäre es dann leichtest, das auch zu schaffen. Doch dann dürfen wir das nicht mehr zulassen und müssen anfangen, etwas zu machen. Wir rennen zu Wahlen, nur weil wir denken, dass Wahlen noch etwas ändern. Doch sahen wir, dass es nicht geschah. Wir merken, welche der Parteien uns denkt, ist egal. Ich frag, können wir das alles einfach zulassen? Nein! Sie versetzen unser Wasser mit demselben wie die Pasta, was die Menschen wieder krank macht, denn sie fressen diesen Abfall im KZ, was sie schon machen. Und doch jetzt, das ist unfassbar. Ich frag, können wir das alles einfach zulassen? Nein! Sie pressen Scheiße in dein Hirn, wenn sie Zeitung produzieren, welche Feinde inszenieren, die die Freiheit anvisieren. Doch sie schreiben nicht, wer eigentlich die Scheiße finanziert. Ich frag, können wir das alles einfach zulassen? Nein! Und so treibt uns die Elite in vermeintlich gute Kriege. Und wir schreiten an die Linie, doch sie bleiben bei Familie. Unsere weinen, denn wir blieben dann als Leichen unten liegen. Nicht wahr, können wir das alles einfach zulassen? Dann steht auf, geht raus, vor uns liegt der Abgrund und ich weiß genau, ihr seht's auch. Steht auf, geht raus, wir sind jetzt gefordert, jeder Einzelne wird gebraucht. Wenn wir alle kämpfen, haben sie dann nicht mehr zu lachen. Zusammen wäre es dann leichtest, das auch zu schaffen. Doch dann dürfen wir das nicht mehr zulassen und müssen anfangen, etwas zu machen. Sie halten uns in Ängste, die uns alle wie eine Fessel unten halten und vergessen lassen, was wir doch für Kräfte in uns tragen, dass die Menschen sich dem Kram nicht widersetzen. Nicht wahr, können wir das alles einfach zulassen? Nein! Sie erschaffen streifen Wolken, aber das sind keine Wolken, es sind massenweise Stoffe, die in Raster reinkommen, die uns dann verschleimen sollen, ganz egal, ob wir das wollten. Nicht wahr, können wir das alles einfach zulassen? Nein! Ihre Pläne sind der Chip für wirklich jeden und man spritzt ihn und verlegen unseren Kids in die Venen und man sitzt in Gitterstäben, kurz nachdem man gerade das Leben erst erblickt. Nicht wahr, können wir das alles einfach zulassen? Nein! Mit auferlegter Verschwiegenheit gehen und nehmen noch sie geheim an den ekligen Riesenteil und sie beten Lucifer, sei gehen Verträge mit diesem meint, dass er eben sein Ziel erreicht. Nicht wahr, können wir das alles einfach zulassen? Dann steht auf, geht raus, vor uns liegt der Abgrund und ich weiß genau, ihr seht's auch. Steht auf, geht raus, wir sind jetzt gefordert, jeder Einzelne wird gebraucht. Wenn wir alle kämpfen, haben sie dann nicht mehr zu lachen. Zusammen wäre es dann leichtest, das auch zu schaffen. Doch dann dürfen wir das nicht mehr zulassen und müssen anfangen, etwas zu machen. Dann steht auf, geht raus, steht auf, geht raus, geht raus.